Wusstest du, dass Tiere gegeneinander Krieg führen können? Das wohl bekannteste Beispiel für so einen Konflikt ist der Schimpansenkrieg von Gombe. Seinen Ursprung hatte er in den 70er Jahren in Tansania. Damals standen sich im Gombe Stream Nationalpark zwei rivalisierende Schimpansengruppen gegenüber. Die Kasakela-Gruppe im Norden und die Kahama-Gruppe im Süden. Zuvor hatten die Primaten derselben Gemeinschaft angehört, jedoch wurde diese irgendwann zu groß und teilte sich. Seitdem wuchsen die Spannungen zwischen den Tieren, da Schimpansen ein sehr ausgeprägtes Revierverhalten haben. Zum ersten tödlichen Angriff kam es dann am 7. Januar 1974, als 6 der Kasakela-Männchen einen Vertreter der Kahama-Gruppe beim Essen auf einem Baum überfielen und töteten. Der Krieg erstreckte sich über die nächsten 4 Jahre, bis letztendlich alle Männchen der Kahama-Gruppe durch ihre Rivalen umgebracht wurden. Beobachtet wurden diese Ereignisse von der Verhaltensforscherin Jane Goodall. Ihre Aufzeichnungen revolutionierten unser Verständnis über Schimpansen und zeigten, dass auch Tiere zu strategischen Kriegshandlungen fähig sind.